Hallo, mein Name ist Fares Kayali und herzlich willkommen zum Podcast Was können wir aus Spielen lernen? Ich sitze hier zusammen mit Matthias Steinberg Hallo. und Daniel Handle-Pfeiffer. Hallo, freut mich, heute hier zu sein. Und bin schon recht neugierig auf eine hoffentlich auch für Sie spannende Diskussion zum Thema, was wir uns denn so aus Spielen mitnehmen können. Wir haben jetzt in den drei Vorträgen, glaube ich, sehr viel über Begriffe gesprochen, sehr viel auch über strukturelle Eigenschaften von Spielen. Und jetzt wollen wir ein bisschen so die Sichtweise vielleicht zu den Spielerinnen und Spielern umkehren und schauen, was da eigentlich passiert, wenn man spielt und lernt und wie sich das am besten verbinden kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir könnten einfach mal so mit einer Runde starten, was denn so unsere eigenen Erfahrungen waren. Deswegen vielleicht mal an dich, Daniel, die Frage, was war denn das letzte Spiel, das du gespielt hast, wo du das Gefühl gehabt hast, du hast auch was mitnehmen können? Das war eine der letzten Spielerfahrungen, die ich gemacht habe, war mit Frostpunk. Ist zwar schon ein bisschen länger her eigentlich, auch schon ein älteres Spiel. Da geht es darum, dass die Welt eigentlich kurz vorm Abgrund steht. Die Welt ist eigentlich eingefroren und man betreut so die letzten Überbleibsel der Menschheit und versucht, die durch den kalten Winter zu bringen. Und man ist halt das Oberhaupt von dieser Stadt und muss die halt aufbauen, klassisch wie ein Strategiespiel. Und es kommen halt immer wieder in Wellen, kommen halt wirklich Wintermomente, wo halt auch alles einfriert. Und man muss dann auch harte Entscheidungen treffen, um einfach die Menschheit weiterzubringen. Und in dieser Spielerfahrung bin ich wirklich bis um 4 in der Früh gesessen, habe dieses Spiel versucht durchzuspielen, habe es versucht zu schaffen und habe dann auch harte Entscheidungen getroffen, wie man konnte dann einmal die Woche jemanden hinrichten, damit man eine die Woche weiter an der Macht bleibt. Und nach diesen um 4 in der Früh, als ich es dann geschafft habe, ist die ganze Anspannung gefallen. Und ich habe mir schon die Frage gestellt, was habe ich eigentlich getan? Ich habe das Spiel geschafft, aber zu welchem Preis hat die Menschheit eigentlich überlebt? Und habe dann schon auch in Frage gestellt, ob diese Entscheidungen, die ich da getroffen habe, wirklich richtig waren. Das heißt, so das reflexive Moment war halt ganz wichtig, auch am Schluss dann eigentlich sich auch darüber auszutauschen. Dann auch mit Freundinnen darüber gesprochen, wie dieses Spiel war, auch die selber diese Erfahrungen gemacht haben und wie man damit eigentlich umgehen kann oder was das auch in einem herauslöst. Was war denn dein letztes Spiel, was du gespielt hast, Matthias? Das letzte Spiel, das ich gespielt habe, bei dem ich sagen würde, da hat sich viel in mir verändert, war das Spiel Limbo. Ein Side-Scroller-Game, Plattformer kann man es nennen. Also man muss von links nach rechts spielen und von Plattform zu Plattform springen und so Obstacles, also Hürden überwinden. Und das Spiel ist also ästhetisch in einer Schwarz-Weiß-Ästhetik gehalten. Der kleine Charakter, der von links nach rechts seiner Freundin, seiner Schwester, seiner Partnerin folgt, versucht sich durch den Wald zu kämpfen. Und das für mich Wesentliche an dem Spiel war, dass darin eine Spinne vorkommt, die extrem eklig wirkt. Also besonders auf mich, weil ich also Angst vor Spinnen habe oder hatte. Und mein Wunsch war es eben, dieses Spiel zu spielen, damit ich ein bisschen weniger Angst vor Spinnen habe. Es war dann aber für mich eher die Challenge, überhaupt weiterzukommen, weil ganz so einfach waren diese Rätsel gar nicht, die da waren. Und ich weiß nicht, wie oft ich in dem Spiel gestorben bin. Ja? Also so oft, wie ich da gestorben bin. Und ich bin auch einige Male durch die Spinne gestorben. Also das ist in mir dann ganz intensiv gewesen. Das Ausreißen des Beins der Spinne war für mich ganz eklig auch. Also wie dann dieser zuckende Bein am Boden liegt. Oh, also jetzt gerade, wo ich nochmal drüber nachdenke. Ja, das war ein Spiel, das hat sich in mir sehr viel verändert und ich konnte was dabei mitnehmen. Und zwar eben, dass es gleichzeitig schwierig ist, sich mit seinen Ängsten zu beschäftigen, aber auch gleichzeitig wertvoll. Ja, jetzt bin ich ganz neugierig, jetzt haben wir von Frostpunk gehört, das habe ich auch gespielt übrigens, habe es nicht geschafft, die Menschheit zu retten, also das war irgendwie, da habe ich den nicht so durchgehalten Es sozusagen. waren auch echt harte Entscheidungen, Ich glaube es, dass die Menschheit überlebt hat. Der Preis war hoch. jetzt bin ich ganz neugierig, Fares, welches Spiel dir was mitgegeben hat zuletzt? Ja, bei mir geht es auch um Entscheidungen. Vielleicht auch danke fürs Teilen, Matthias, weil das war doch recht persönlich auch, was du da jetzt gerade mit uns besprochen hast. Danke. Ja, also bei dem
Spiel, das ich quasi so geistig mitgebracht habe, geht es ausschließlich um Entscheidungen. Und zwar heißt das Spiel Reigns, so wie das Herrschen. Und ist ein iPhone-Game mit einem ganz simplen Interface. Man ist König oder Königin eines mittelalterlichen Reichs und mit ja, Entweder-Oder-Entscheidungen konfrontiert. Nicht immer Ja-Nein, ja, aber es gibt immer zwei Möglichkeiten. Und wie man das so von zum Beispiel Dating-Apps kennt, wischt man halt nach links oder rechts. Also auch für viele doch vielleicht bekannte Interaktionsform, die da verwendet wird. Und die Entscheidungen sind durchaus hart, aber die man treffen muss. Also zum Beispiel eine, die jetzt irgendwie vielleicht, wo sich auch gleich so ein Transfer zu einem Realitätsbezug, der aktuell ist, schließt, ist, dass in den zwei Nachbarländern Krieg herrscht und eine große Menge an Flüchtlingen zur Grenze kommt. Und dann ist einfach die Entscheidung, schicke ich die Armee zur Grenze oder öffne ich die Grenze? Und im Spiel gibt es vier Systeme quasi, also vier Parameter, nämlich das Geld, die Zufriedenheit der Bevölkerung, das Militär und die Kirche. Und diese vier muss man immer in Balance halten. Und die Entscheidungen, die man trifft, die wirkt sich auf diese Balance dieser vier Parameter aus. Und wenn einer auf Null fällt, dann wird man als König, Königin abgelöst sozusagen. Und Ziel ist einfach, möglichst lange an der Macht zu bleiben und irgendwo mit dieser Balance zu spielen. Und für mich war das interessant, das schließt natürlich ein bisschen auch an den Vortragsteil von mir, weil ein sehr komplexes politisches System auf simple, binäre Entscheidungen runtergebrochen wird und auf vier kleine Teilsysteme und trotzdem von der Tragweite dieser Entscheidungen aber nicht wahnsinnig viel verloren geht. Ne? Das ist, glaube ich, auch, sehe auch so eine Analogie zu dem Frostpunk. Was ich mir jetzt auch gefragt habe, ist, wie passiert dann der Transfer? Bei dir, Matthias, war ein bisschen anders, aber jetzt bei Frostpunk und bei Reigns geht es auch, glaube ich, sehr viel um moralische Entscheidungen. Mhm. Eindeutig, ja. Aber wie habt ihr das Gefühl, wie kriege ich das dann rüber, ja, in mein echtes Leben oder in mein Verständnis tatsächlicher politischer Strukturen? Also wenn ich es im Schulkontext oder im größeren Lernkontext einbetten würde, würde ich mich da eher auch Richtung Game-Based Dialogues eigentlich orientieren. Das heißt, man spielt das Spiel zuerst alleine, gemeinsam und dann geht es darum, es zu reflektieren, auch es auch gemeinsam zu reflektieren. Gerade auch ein bisschen aus der Gamification heraus argumentiert und gedacht, die Kollaboration könnte hier sehr wichtig sein, um diesen Lerntransfer auch anzutreten. Auch eher mehr dialogisch, das sehe ich vielversprechender, wie man eigentlich das Lernen dann auch schafft, auch zu verbalisieren. Auch, dass man darüber sprechen kann, welche Lernerfahrungen hat man eigentlich gemacht. Und dann im ersten Schritt natürlich, das kann man auch sehr gut in ein Narrativ eigentlich verpacken, eh so wie wir es gemacht haben, ganz am Anfang, wir haben darüber gesprochen, was wir eigentlich gespielt haben. Und dann könnte man die Reflexion weiter antreten und auch wirklich den Transfer antreten und sich überlegen, was bedeutet das jetzt eigentlich für meine unmittelbare Lebensrealität, aber dann auch im zweiten Schritt, was bedeutet es dann für die Zukunft. Gerade wenn wir Richtung Gestalterinnen denken, wäre das auch ein ganz nettes Framing eigentlich, wie man das Spiel ganz gut einfangen kann und eigentlich auch in traditionellen Unterricht, aber auch in einem breiteren Lehr- und Lernsetting eigentlich einbetten kann. Wie seht ihr das? Ich finde es auch spannend, dass bei beiden Spielen, Frostpunk und Reigns, eben diese harten Entscheidungen ihre Härte dadurch bekommen, wie ich verstehe, was die Entscheidung ist. Ja, weil wenn man es jetzt rein von der Game-Mechanik her betrachtet, also von der Spielmechanik her betrachtet, ist es ein System, das, ja, dem System ist es eigentlich egal sozusagen, in welche Entscheidung ich mich begebe. Es wird dann am Schluss eine Bewertung vorgenommen, so die es also bedeutet, sie haben das Spiel nicht gewonnen oder sie sind nur so weit gekommen oder sie haben das Spiel gewonnen und die Frage ist dann, was bedeutet mir das wieder? Also ohne das zu besprechen, halte ich das für sehr schwierig, einen echten Transfer wahrzunehmen. Ja, so, das ist eben bei diesen beiden Spielen so gegeben. Bei dem Spiel, das ich mitgebracht habe, Limbo, ist es vielleicht, wie du es auch schon vorher gesagt hast, Fares, ein bisschen anders, als dass die Innenwirkung eine wesentliche Frage ist, also ein wesentlicher Faktor. Wie geht es mir beim Spielen? Fühle ich mich in meinen Ängsten wieder oder fühle ich mich mutig, weiterzumachen? Es gibt ja auch immer wieder diesen Begriff des Durchhaltens, ja, also dranbleiben, ja, das kommt ja auch im Lernen und in der Schulumgebung vor.
Also das übt man schon auch in Spielen, finde ich. Also diese Metafähigkeiten können eben bei Spielen, die nicht so streng systematisch sind, sage ich jetzt mal, eher erfahrbar sein. Was ich mich noch gefragt habe, hast du die bewusst entschieden? Also hast du gesagt, ich spiele jetzt Limbo, weil ich mag dieser Angst entgegentreten? Oder ist das passiert? Also zum ganz offen sein, ich habe gesehen, dass es Augmented Reality Apps für Spinnen gibt, die einem dann über die Hand laufen. Das hat mich derart abgeschockt, dass ich gesagt habe, no way. Ja. Ich brauche da einen langsameren Zugang und ja, ich schaue also permanent, was es für neue Spiele gibt. Das ist für mich sehr spannend und macht mich sehr neugierig immer und dann ist mir das halt mal irgendwann untergekommen. Und irgendwie, ich wollte wissen, was das Spiel mit mir macht. Ja, also wie sehr das auf mich wirkt, wie sehr ich mich da wiederfinde. Und es hat also nicht dazu geführt, dass ich überhaupt keine Angst mehr habe. Aber es hat dazu geführt, dass ich anders damit umgehen kann. Also wie soll ich es beschreiben? Ja, man sitzt in einer Situation, also für mich ist es so, da kommt eine Spinne ins Zimmer und in mir steigt also die Aufregung. Und diese Aufregung kann so groß werden, dass ich nicht mehr handlungsfähig bin, im Sinne, dass ich einfriere und Angst habe einfach. Ja. Und dieses Spiel hat mir geholfen, eben mit dieser Erregung anders umzugehen. Also wenn ich kurz zu Frostpunk, ich habe es einfach gelesen, dass es das neue Spiel rausgekommen ist. Ich fand es grafisch sehr interessant aufgebaut und hatte eben wieder mal Lust, eigentlich ein Strategiespiel zu spielen und hatte gar nicht die Intention dahinter, jetzt ein Lernziel zu erreichen, sondern bei mir ist es halt dann passiert eigentlich, was ich ganz nett fand. Also das Spiel hat mich in die Richtung überrascht ein bisschen. Und das war eigentlich schön, auch mal wieder von einem Spiel überrascht zu werden. Ich habe letztens an dich denken müssen, wie du es mir in der Vorbereitung erzählt hast. Ich habe nämlich genau den Artikel gefunden, wo es diese App drinnen war und habe sie mir dann auch kurz runtergeladen und angeschaut. Es war, ja, spannend. Aber das heißt, es gibt so diesen Transfer eigentlich auch in ganz verschiedenen Settings. Ne? Wir haben eher so dieses, ich würde jetzt mal sagen, simulationsartige, was... Mhm. Daniel mit Frostpunk und ich mit Reigns irgendwie vorgestellt haben. Und dann haben wir ein ganz anderes Beispiel, was auf so einer emotionalen Ebene greift. Aber in beiden Fällen gibt es dann auch einen Übergang, wo man sagt, okay, was bedeutet das für mein Leben? Entweder setzt man halt diesen Schritt vielleicht über Reflexion oder in deinem Fall ist da auch dann eine Reflexion bei dir im Vordergrund gestanden, Matthias? Oder wie hat sich dieser Übergang gestaltet? Das wollte ich noch fragen. Ja, also ohne dass man darüber redet, eben. Ich glaube, dass das nicht geht. Ja. Ohne dass man über das mit anderen Personen sich austauscht. Ich sage mal, jetzt muss es nicht unbedingt sprechen sein. Ja. Ich will an der Stelle auch kurz zwischen Affekt und Emotion unterscheiden. Denn Emotion hat einen starken sozialen Aspekt, während Affekt diese körperliche Reaktion irgendwie stärker beschreibt. Und mir ging es halt vordergründig eben darum, mich wieder handlungsfähig zu machen in Situationen, in der meine Affekte mich eben in der Handlung hindern. Und ja, der Vergleich mit anderen Personen ist dann natürlich trotzdem ein schwieriger, aber auch in dem emotionalen Affektbereich ist es nicht gut, wenn man das für sich ganz allein macht. Ja, also das Spiel ist für mich ein Zugang dazu. Und nicht eine Lösung. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtige. Also ohne, dass ich das mit anderen Menschen reflektiere, im Sinne von drüber sprechen, zuhören und zuschauen, wie es denen auch geht, wird es schwierig sein. Ich bin noch immer so neugierig jetzt bei dem Reigns und bei Frostpunk. Was würdet ihr sagen, was habt ihr da ganz konkret gelernt? Ist das ein politisches Wissen, das ihr erweitern konntet? Oder was für Form des Wissens ist das, was ihr da mitgenommen habt? Also bei Reigns, dadurch, dass es so simpel ist, geht es jetzt nicht darum, irgendwie um Komplexität zu verstehen, sondern ich würde sagen, vielleicht am ersten darum, und das ist vielleicht auch was die Brücke zur heutigen Zeit schlägt, Ambivalenz zu verstehen, weil diese Entscheidungen, die man da trifft, die sind meistens nicht gut oder schlecht, sondern die wirken sich halt entweder auf das eine oder auf das andere System aus und irgendwas gerät dann immer aus den Fugen mit der Zeit. Und man hat nicht unbedingt das Gefühl, dass man jetzt Entscheidungen trifft nach bestem Wissen und Gewissen und dem moralischen Kompass, den man hat,
Und es geht auch, glaube ich, auch gar nicht darum, diesen moralischen Kompass besser zu verstehen oder zu entwickeln, sondern dass man versteht, dass politische Entscheidungen immer Auswirkungen haben, die zum Teil gewünscht sind und gut sind und andere Auswirkungen haben, die oft weniger wünschenswert sind. Und ich glaube, es geht jetzt auch nicht darum, dass man sich mitnimmt, dass jede politische Entscheidung irgendwie auch ein notwendiges Übel ist, das man zu akzeptieren hat. Aber es schafft schon mehr Empathie dafür, dass politische Entscheidungen immer in so einem Spektrum stattfinden, wo Ambiguitäten drin sind, wo sehr viel Komplexität drinnen ist und nicht diese klare richtige Lösung gibt oder die klar falsche Lösung. Das ist ja das, was wir jetzt in der heutigen Zeit ganz stark erleben, dass diese Dinge so stark polarisiert sind. Und deswegen würde ich sagen, für mich wirkt das mit einer Form von Empathie und Anerkennung dafür, dass Entscheidungen komplex sind und nicht eindeutig immer. Ne? Würde ich auch unterstreichen. Also auf einer inhaltlichen Ebene kann ich es jetzt auch gar nicht verbalisieren, was jetzt wirklich ein Inhalt, den ich gelernt habe. Es sind sich eher mehr im Fähigkeitenspektrum eigentlich und oder eigentlich auch in der Reflexionskompetenz abbilden. Wie geht man mit einem Problem um? Ist jede Lösung den Preis wert eigentlich, den man zahlen muss dafür? Auch wenn man es ein bisschen mit Reins dann vergleicht, gibt es immer verschiedene Lösungen, die man treffen kann. Man wird es nie jedem wirklich recht machen können. Und das ist die Frage, aber inwieweit ist man bereit auch zu gehen, diese Lösung auch umzusetzen? Das hat halt am Schlossbank halt sehr drinnen, weil da geht es halt ums Überleben. Wenn ich eine Entscheidung nicht treffe, ist es vorbei. Das Spiel, wenn man jetzt im Spiel bleibt, nicht nur, dass man es dann halt verliert auch. Das kann man ja noch, weil man könnte es ja nochmal spielen. Aber es ist halt in der Simulation, würde ich nicht einmal nennen, im Spiel selber, hat das halt dann schon eine unglaubliche Bedeutung auch, dass man diese Entscheidung trifft und auch über diese Grenze geht eigentlich. Und das provoziert es ja quasi. Das Spiel ist ja genau dafür gedacht, dass man eigentlich diese Grenze überschreitet. Zeigt auch irgendwo im Spiel, sind es glaube ich zwei Wege gewesen, entweder man entscheidet sich für ein politisches System oder man entscheidet sich für ein Glaubenssystem und kann halt damit spielen. Und das macht halt auch, also wenn man es jetzt inhaltlich weiter überlegt, könnte man hier jetzt auch tiefer hineingehen. Was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn man einen Märtyrer drinnen hat, mit dem man dann eine Gruppe von Menschen motiviert, etwas weiterzumachen? Also das könnte man auch inhaltlich am Reflektieren oder auch dann weiter historisch sich anschauen, wie das war. Aber grundsätzlich geht es eher mehr auch, finde ich, um die Selbsterfahrung dabei zu machen. Und eher auch mehr, also für mich war es eher das reflexive Moment dann eigentlich viel wichtiger, sich anzuschauen. Ja, sehr spannend finde ich eben auch bei beiden Spielen, dass diese Entscheidungen, die man da trifft, in einer recht raschen Abfolge stattfinden. Was ja für mich diesen ambivalenten Charakter betont von dieser Spielerfahrung. Weil ich versuche ja gar nicht in dem Moment, wo ich diese Entscheidung treffe, bei Reins ist es eben dieses links-rechts, ja-nein, ja, das ist eine binäre Entscheidung, wie du es angesprochen hast. Bei Frostpunk ist es vielleicht ein bisschen komplexer mit verschiedenen Mechaniken, die das Spiel zur Verfügung stellt. Aber diese Geschwindigkeit, mit der man die Entscheidungen trifft bei diesen Spielen, die ist ja so angelegt, dass man gar nicht das schlussendlich durchdenken kann und soll, weil das ist ja auch genau das, was das Spiel ermöglicht. Oder dass man sich eben einlässt und schaut, was sind die Konsequenzen, die das Spiel einem mitteilen möchte, was die Konsequenzen sein könnten von diesen Entscheidungen. Das ist in der Mechanik angelegt. Und ich glaube, wenn man eben das nicht reflektiert in einer Gruppe, dann kann man selber in der eigenen Bubble zu, sage ich mal, interessanten, spannenden Schlüssen kommen. Ja? Also deswegen auch vorher, auch bei meinem Spiel, das ich mitgebracht habe, ohne dass man das bespricht, ist das eine riskante Sache. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt offensichtlich dargelegt, dass Spiele keinen Spaß machen. Da war wenig Fun-Part drinnen, aber es bedient eindeutig Emotionen. Vielleicht switcht man auch auf einen kleineren Teil. In meinem Vortrag ist es mehr um Gamification gegangen. Mich würde eigentlich interessieren, was versteht ihr eigentlich unter Gamification oder was bedeutet das auch eigentlich für euch? Also der Begriff ist ja sehr stark besetzt. Ne? Er ist sehr stark besetzt von, ich sage es jetzt vielleicht gleich wertend, ja, von diesem sehr extrinsischen Bild des Belohntwerdens, Punkte erreichen, Wettbewerb, Ranglisten, was halt sehr stark von außen wirkt.
Und so ein bisschen die Performance-Indikatoren halt. Genau, ja. Und so ein bisschen dieses, auch von so einer, im Kontext vom Lernen, oder nicht unbedingt nur vom Lernen, auch Gamification wird ja sehr oft auch eingesetzt für so Verhaltensänderung, Fitness, Gesundheitsziele. Immer ein bisschen so aus einer Sicht, dass das, was man da eigentlich tun will, soll, muss, fad ist, uninteressant ist und man das eigentlich nicht machen will und es dann etwas Lustiges von dem Spiel braucht, damit man das dann doch tut. Und das ist halt so das, was ich schwierig finde an dieser klassischen Sicht von Gamification. Ja. Und es gibt andere Sichtweisen auch, ja. Manche nennen das dann, glaube ich, Meaningful Gamification oder ähnliche Begriffe, wo man sagt, man geht davon aus, nicht Lernen ist fad oder gesund bleiben ist uninteressant, wie kann ich es lustig machen, sondern man sagt, was gibt es für gemeinsame Eigenschaften von guten Lernen und von guten Spielen oder von einem Genesungsprozess und etwas, das ich in einem Spiel mache und sagt, okay, in beiden will ich ein Ziel erreichen. Wie finde ich eine Überschneidung, darauf hinzuarbeiten? Oder Lernen ist Exploration und Spiele sind auch Exploration. Ja, und wie kann ich das zusammenführen? Das kann auch Gamification sein. Ja, also finde ich super, wie du das zusammengefasst hast, weil das schon sehr viel zu dem Thema sagt. Und aus meiner Perspektive kann ich noch hinzufügen, dass Gamification einerseits als Idee vielleicht existiert und einerseits als tatsächliche Umsetzungen. Es gibt also viele Beispiele von Projekten oder Prozessen, wo man sich eben Gamification als Grundlage herangezogen hat, um etwas zu transformieren oder zu verändern. Und diese Art, wie das dann tatsächlich im Kontext realisiert wird, führt fast immer, so wie ich das aus den Beispielen kenne, dazu, dass sich ein Großteil der Personen, die mit diesem System konfrontiert sind, darin wohlfühlen und darin auch zu Ergebnissen kommen, die eben durch das System als wertvoll hervorgehoben werden. Aber dass es halt auch immer noch Personen gibt, die mit dem System ihre Schwierigkeiten haben und im schlimmsten Fall sogar umgekehrt demotiviert werden. Es gibt ja auch Menschen, die nicht gern spielen. Ja, natürlich, aber vielleicht ist das gar nicht so unbedingt ein Faktor, der darauf einzahlt, warum die Gamification für die Person nicht funktioniert, sondern eher die Problematik, dass die Bewertung, die in der Gamification inhärent vorhanden ist, eine explizite ist. Also das lässt sich ja nicht voneinander trennen. Also entweder ich habe den Badge bekommen oder nicht, oder ich habe jetzt 100 Punkte oder nur 80, oder wie auch immer das System gestaltet ist, es lässt nicht offen, dass ich jetzt die meisten, sage ich mal so, ja, es gibt sicher Systeme, vielleicht kenne ich es nicht, die meisten Systeme, die ich kenne, sind so, dass es nicht so einfach ist, hinzugehen und zu sagen, sorry, aber meine 70 Punkte sind mehr wert als die 80 Punkte von wem anderen. Ja. Es ist generell eine Frage, was misst man? Was wird eigentlich gemessen? Wo ist da wirklich eine Qualität dahinter auch, gerade im Lehr- und Lernkontext eigentlich? Wo ist die Qualität davon, wenn ich jetzt da 5 XP gemacht habe? Was bedeutet das eigentlich? Aber auch den Punkt, den du gerade der soziale Druck, der eigentlich ausgeübt wird, gerade über ein Ranking, was ja eigentlich ein sozialer Vergleich ist. Im Endeffekt, wenn ich mehr Zeit investieren kann, kann ich mehr XP haben, bin ich weiter oben. Da gibt es schon einen Moment, das motiviert. Wenn ich so jetzt weiter vorn bin in der Rangliste und nur ein paar Punkte habe zum Überholen, kann mich das schon motivieren. Aber wenn ich ganz unten bin, abgehängt, dann motiviert es mich leider nicht mehr. Und da braucht es, finde ich, auch noch einen guten, reflektierten Zugang, wie man dann Leute wieder da auch motiviert. Mhm. Eigentlich, also wie man den Menschen in der Gamification eigentlich wiederfindet und dazu motiviert, da auch weiterzumachen. Ich habe zum Beispiel mit Lehrpersonen darüber gesprochen, wie sie Spiele im Unterricht einsetzen und eben Gamifikation da in dem Sinne auch nutzen. Und die haben zu mir gesagt, es funktioniert wirklich gut. Ja, für viele SchülerInnen ist das ganz motivierend. Aber es gibt aber SchülerInnen, für die das nicht gut funktioniert und da braucht man dann ein Coaching. Und das höre ich jetzt also nicht nur, weil man Computerspiele in die Schule bringen will, sondern aus anderen Aspekten, ein Coaching an den Schulen hilft vielen Menschen und ja, glaube ich, ist eben, wie wir es vorher auch gesagt haben, beim Transfer, ohne dass man sich mit Menschen auseinandersetzt, ist diese Erfahrung des Spielens schwierig zu interpretieren für sich selbst. Ich kann an das auch anschließen. Also ich habe ein Beispiel, wo wir mit Spielen im Bereich Gesundheit gearbeitet haben und ich habe das Gefühl gehabt, dieser trennende Faktor ist der Wettbewerb.
Und es gibt einfach eine große Gruppe von Menschen, die kompetitiv sind und die das auch brauchen, um motiviert zu sein. Und es gibt aber auch eine große Gruppe, die das gar nicht brauchen und wo das ganz gegenteilig wirkt. Und wenn etwas als Wettbewerb geframed ist, eher dazu führt, dass die Leute dann aussteigen oder noch weniger motiviert sind. Und ich glaube, das ist das, was man einfach wissen muss. Das ist jetzt nicht so ein, ja, super, machen wir einen Wettbewerb und dann sind alle motiviert, sondern dass man auch für verschiedene Menschen oder für verschiedene Spielerinnen-Typen einfach verschiedene Wege anbieten muss, wie man spielen kann oder wie man dann irgendwie eine Art von Fortschritt machen kann. Ja, stimme ich dir voll zu. Also Gamification halt breiter aufgestellt und nicht nur auf ein Spieldesign-Element fokussiert zu bleiben, sondern halt die Fülle dessen zu bedienen. Gerade wenn man Richtung Spielerinnen-Typen denkt. Ich würde vorschlagen, dass wir an der Stelle jetzt in eine kleine Schlussrunde gehen. Und Matthias, vielleicht magst du anfangen. Mhm. Was war denn so ein kurzer Takeaway für dich oder irgendwas, worüber du noch weiter nachdenken magst? Mhm. Also ich habe es sehr spannend gefunden in unserem Gespräch, dass wir so vielseitig über das Phänomen Computerspiel uns ausgetauscht haben. Für mich mitgenommen habe ich, dass ich mich vielleicht ein bisschen mehr anstrengen will bei Spielen, die mir schwer fallen, weil ich ja doch das Ende auch irgendwie erleben möchte, den Abschluss. Worüber weiter nachdenken möchte, ist, worum es emotional geht bei einer Gamification. Das ist für mich eine große Frage. Ist es eher, dass ich meinen Stolz fördern will oder meinen Mut oder will ich eher umgekehrt meine Ängste loswerden? Oder, ne, also das finde ich noch eine spannende Frage, über die ich noch weiter nachdenken möchte. Und das Thema Repräsentation haben wir zwar angedeutet, aber nicht explizit besprochen. Das fände ich auch noch interessant, zum weiter darüber nachdenken, wie das bei den drei Spielen ist, die wir da besprochen haben. Weil nur, dass man davon hört und wir sagen, es ist ein spannendes Spiel, ein gutes Spiel, heißt noch nicht, dass man sich da drin repräsentiert fühlt. Und, ja. Was war für dich, Daniel, ein Takeaway und worüber würdest du weiter nachdenken? Auch die unterschiedlichen Zugänge eigentlich an Spiele, was auch das verbindende Element ist zwischen diesen Spielen. Und jetzt im Speziellen, weil wir viel darüber gesprochen haben, eigentlich wie man gute, also Entscheidungstreffen in ein Lern- und Lernsetting eigentlich gut integrieren kann. Also jetzt, wenn man es isoliert als Gamification-Element und das zusammenbringt und sich überlegt, wie man eigentlich das Entscheidungstreffen auch im Lern- und Lernkontext gestalten kann eigentlich und unterbringen kann. Und da auch mehr Kompetenz den Schülerinnen, den Lernenden eigentlich geben kann. Darüber werde ich, glaube ich, noch weiter nachdenken. Ja, da kann ich vielleicht ein bisschen anschließen. Was für mich so hängen geblieben ist, ist die Rahmung dieser Spiel- und gleichzeitig Lernerfahrungen. Und dass diese Rahmung, die kann in so einem Lern- und Lernsetting, wie du es jetzt angesprochen hast, irgendwo passieren. Diese Rahmung, die kann man offensichtlich auch selber machen, wie du es jetzt, Matthias, in deinem Beispiel mit der Spinnenphobie, die sehr gut und gut greifbar irgendwie auch geschildert hast. Ja. Diese Rahmung kann vielleicht manchmal im Spiel entstehen oder kann man auch im Spiel einbauen. Die kann in Diskussionen, Reflexionen entstehen. Und ich glaube, das ist so das, worüber ich auch gerne weiter nachdenken möchte, ist, wie man diese Rahmung nicht einfach nur entstehen lässt, sondern was man vielleicht für Strukturen schaffen kann. Und das kann auch eine Form der Gamification sein, ja, solche Erfahrungen gut zu framen, dass dann so ein Lerneffekt entstehen kann. Dann vielen Dank euch fürs Diskutieren und Sie, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, für Sie war es ebenso interessant wie für uns.